Israelische Soldaten haben hunderte Mitglieder der syrischen Zivilschutzorganisation Weißhelme und deren Angehörige aus dem umkämpften Südwesten des Bürgerkriegslandes in Sicherheit gebracht. Hier Aufnahmen des israelischen Militärs. 8 Helfer und deren Familien sollen nun in Deutschland aufgenommen werden. Dies teilte das Bundesinnenministerium mit. Die Helfer seien nach der Eroberung von Rebellengebieten durch die syrische Armee geflohen. Um die Rettungsaktion hätten US-Präsident Donald Trump und andere Regierungschefs gebeten, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die Weißhelme wurden nach Jordanien gebracht. Das dortige Außenministerium teilte mit, das Königreich habe den Vereinten Nationen die Genehmigung erteilt, die Menschen über Jordanien in westliche Staaten umzusiedeln. Großbritannien, Deutschland und Kanada sagten nach jordanischen Angaben zu, dies binnen 3 Monaten umzusetzen. Außenminister Heiko Maas nannte es ein Gebot der Menschlichkeit, ihnen zu helfen. Die Weißhelme sind eine Rettungsorganisation, der nach eigener Darstellung knapp 4000 Freiwillige angehören. Den Helfern wird die Rettung zehntausender Menschen zugeschrieben.